Let's Play Alex. Willkommen zurück, meine Freunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir looten erst einmal pures Mana. Und gucken dann, wohin wir wollen. Ja, mal zum Lager in der Mitte. Da ist auf jeden Fall ein Schnellreisepunkt, den wir noch nicht freigeschaltet haben. Das ist mit Sicherheit auch eine gute Möglichkeit, noch an Quests zu kommen. Würde ich jetzt vermuten. Deswegen gehen wir da mal hin. Das scheint nicht so weit weg zu sein. Und ich fühle mich außerdem extrem sicher in meiner geilen Rüstung. Ich weiß nicht, was du bist. Lass es einfach mal. Einfach mal den Ausblick genießen, denn der sieht einfach gut aus. Das muss man dem Spiel schon lassen. Es hört sich an, als würde es regnen. Tut's aber nicht. Komm her, Hornwolf. Noch mehr Hornwölfe. Wölfe. Wolf. Nee, schon wieder. Diese Panzerung, die Penner. Oh, jetzt kriege ich beim Looten Elixit. Das ist ja sehr schön. Und was haben wir da gerade gefunden? Was hat der Neo da gefunden? Ich glaube, der Neo muss sich jetzt erstmal heilen, bevor er da reingeht. Bewegst du dich? Ja, oder bewegst dich? Du kommst jetzt gleich, ne? Da hängt ein Zettel dran. Aushangzettel. Jeder, der hier Unterschlupf sucht, muss eine Geschichte hinterlassen. Keine Prügeleien oder Pöbeleien. Wer hier verweilt, muss mindestens ein Bier trinken. Alex ist tabu. Alles, was hier passiert, bleibt auch hier. Hallo Barkeeper, ich hätte gern Bier. Nein! Steh auf! Oh, jede Menge Alex. Truhenschlüssel erhalten. Wo ist die Truhe? Oh, reines Elex. Sehr schön. Nochmal reines Elex. Aber wo ist die Truhe? Kneipengeschichte Nummer 3. Wo ist denn die? Heißer Wind fegte ihm ins Gesicht und brachte die Gluthitze der Vulkane. Beim Anblick der kalten Stahlkolosse geriet er nicht ins Wanken. Nie waren sie besiegt worden. Ihnen verdanken die Kleriker ihre Macht. Mit diesen Todbringern setzen sie seit dem Fall der alten Welt die Gesetze ihres grausamen Gottes durch. Aber an diesem Tag zeigte ihnen ihre Geistfaust die Macht des Manas. Er war allein, verlassen von seinen Kameraden, die entweder geflohen oder den Kolossen zum Opfer gefallen waren. Mit dem Mut der Verzweiflung stellte er sich ihnen im Kampf, seine Chancen schienen gering. Doch der menschliche Geist wird gerade in der Not stark. Furcht und Tapferkeit kämpften um die Vorherrschaft in seinem Herzen. Da ging ein Ruck durch sein Leib.
Ehe er sich versah, wandelte sein Körper sich. Seine Haut wurde undurchdringlicher als jeder Panzer und seine Hände wandelten sich in die tödlichsten Waffen. Selbst die Blechmaschinen hatten dieser Urgewalt nichts entgegenzusetzen, so errang er alleine den Sieg. Kneipengeschichten. Komm, die lesen wir alle, ist schön. In Xarkor ist es einfach bitterkalt. Man vergisst sogar, wie es ist, warm zu sein. Als würde die Kälte bis in dein Innerstes ziehen und sich dort festsetzen. Aber wir hatten eine Aufgabe. Ein Scheitern erschien uns unmöglich, denn zu viel stand auf dem Spiel. Wir waren hochmütig geworden, weil die Weltenherzen so viel Erfolg brachten, doch Hochmut kommt vor dem Fall. Nur einer der Setzlinge hat die Reise überhaupt überlebt. Wir haben es sogar geschafft, unser Lager zu errichten und die Menge Elix ließ ihn gedeihen. Natürlich blieb es nicht lange unentdeckt. Die Alps kamen. Sie werden nicht umsonst flüsternd und hinter vorgehaltener Hand als die weißen Magier bezeichnet. Die Macht, die das Elix ihnen verleiht, ist erschreckend und sogar unsere erfahrensten Krieger hatten ihnen wenig entgegenzusetzen. Ich bin nur knapp entkommen. Mein Großvater erzählte mir gerne von der Welt, bevor wir das Mana entdeckten. Edan war sehr viel unfruchtbarer und spärliche Vegetation kämpfte um das Überleben. Erst mit den Setzlingen und dem Mana blühte Edan in der Schönheit auf, die wir heute kennen. Elix bringt nur den Tod, aber das Mana fördert das Leben. Genau deswegen ist unsere Arbeit hier draußen so wichtig. Sollten wir einmal den Mut verlieren, müssen wir nur an den Sinn unserer Mission denken. Die Welt sollte so erblühen dürfen wie Edan. Aber wo ist die Truhe? Wo ist die Truhe? Da ist die Truhe. Okay. Was wir so alles übersehen könnte hier, ne? Wäre ich jetzt nicht auf dem Weg zu diesem Schrein, also diesem Schnellreisepunkt, hätten wir das niemals gesehen. Ist so. Komm her, Raptor. Ich hoffe, das ganze Zeug bringt mir Kohle. Landschaft. Und zwar jede Menge Kohle. Was ist hier? Kennt ihr noch die Critters? Das war so ein... Ich glaube, das ist so ein 80er Horrorfilm. Oh, Setzerbrot, wo war denn das? Die Critters, ja, ich glaube, das ist so ein 80er Horrorfilm. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da spielt ja sogar David Bowie mit. Was bist du eigentlich für ein Viech? Ich speichere lieber mal. Du hast große Hände. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Heiliger Bimbam. So. Fleisch. Solange wir Fleisch haben, heile ich mich ja auch durch Fleisch. Da ist irgendwas Grünes. Achtung! Irgendjemand ist da grün. Ah, das ist der Händler, ne? Hallo, Fremder. Ich habe die besten Waren, die du auf deinen Reisen jemals brauchen kannst. Dann zeig mal, was du hast. Nur das Beste für einen Abenteurer wie dich. Ja, ihr...
Boah, das kostet 1000 Credits. Waffe weg. Ja, ist schon weg. Entscheidung. Ich weiß, ich bin schlau. Ich geh dann auch mal so rum. Bin ich ja mal gespannt, wo ich jetzt hinkomme. Könnte Kleriker sein. Bitte seid Kleriker. Nee, ihr seid Berserker. What the hell? Bin ich hier gerade in der Hauptstory gelandet? Screenshot Time. Sieht auch sehr schön aus. Hier würde ich gern leben. Dann ist hier mit Sicherheit auch der Schnellreisepunkt. Da ist er auch schon. Lloyd. Lass uns mit Lloyd reden, der sieht wichtig aus. Und ach, das ist ein Outlaw. Und aus der Mitte entspringt ein Keim der Hoffnung. Bedroht durch den Sturm aus dem Norden, halten wir das Auge mit Stolz und Zuversicht. Ich nehme an, du hast hier das Kommando. Ich bin Lloyd, geistiger Vater und Anführer der Menschen hier. Willkommen im Lager der Mitte, Fremder. Lass deine Waffen ruhen und schöpfe neue Kraft an unserem wärmenden Feuer. Lager der Mitte, sagst du? Klingt ziemlich naiv für diese kleine Ansammlung von ein paar freien Menschen. Große Visionen werden immer belächelt. Das kümmert uns nicht. Es ist wie in jedem Spiel. Am Ende werden die Punkte gezählt. Der Krieg ist nur ein Spiel für dich? Nein, natürlich nicht. Doch wenn du die Spielregeln deines Gegners kennst, macht es vieles einfacher. Erzähl mir von deiner Vision. Ich bin viel herumgekommen und habe auf meine alten Tage viel Erfahrung sammeln dürfen. Die verschiedenen Gemeinschaften, die noch existieren seit der großen Katastrophe, haben alle eines gemeinsam. Es fehlt ihnen an Flexibilität. Sie sind alle Gefangene ihrer eigenen Gesetze und Verhaltensweisen. Doch gibt es viele Rohdiamanten unter ihnen, die unsere Sache wirklich voranbringen würden. Dieser Ort hier ist ihre Anlaufstelle. Ihr kämpft für die freien Menschen? Wir kämpfen für Freiheit und Selbstbestimmung. Wir trotzen den Unterdrückern und den Verblendeten. Es wird jemand aus unserer Mitte sein, der die Welt in seinen Grundfesten verändern wird. Dein Erscheinen hier und dein Interesse an unserer Gemeinschaft beweisen das. Du glaubst, dass ein Mann die Welt verändern wird? Lassen wir doch die alberne Maskerade. Wir wissen doch beide, von wem wir hier sprechen. Commander. Du weißt, wer ich bin. Mich erkannt. Nein, du bist nicht mehr die Bestie, vor der sie alle erzittern. Einst hattest du große Macht. Alles wurde dir genommen und trotzdem bist du wieder aufgestanden und wirst deine alte Kraft bald wiederfinden. Ich sehe hier einen aufrechten, starken Mann und seinen inneren Konflikt zwischen Mensch und Maschine. Wer, wenn nicht du, könnte wirklich etwas bewegen? Du siehst eine Menge. Ja, darum nennen sie mich Big Daddy und folgen mir. Verstehe ich das richtig? Du würdest meine Sache unterstützen. Meine Tage sind bald gezählt und meine Aufgabe hier ist fast vollendet. So alt sieht er gar nicht aus. Das Lager der Mitte ist errichtet. Nun ist es an der Zeit, dieses Werkzeug einzusetzen. Die Menschen hier warten auf eine starke Hand, die sie führt. Ich kann das nicht sein. Das ist mir mittlerweile klar geworden. Die Macht der Mitte braucht einen würdigen Anführer. Zeige mir deine neu gewonnene Menschlichkeit. Du musst meine Männer dazu bringen, dass sie dir vertrauen und für dich in die Schlacht ziehen würden. Also, Commander,
Erledige die Aufgaben meiner wichtigsten Männer und überzeuge sie von deiner Stärke und deinen guten Absichten. Dann werde ich dir das Kommando über das Lager der Mitte übertragen. Musste ich hier hin? Ihr nehmt Flüchtlinge auf, also sind wir hier auf deutschem Boden. Oh. Ihr nehmt Flüchtlinge auf. Wenn es nur nach mir gehen würde, würden wir jeden hier leben lassen. Doch muss die Chemie unter meinen wichtigen Männern stimmen. Sie sind es, die das Ganze hier zusammenhalten. Also, wenn sie dich mögen und du ihnen ihre Unterstützung anbietest, denke ich, wird niemand etwas dagegen haben, wenn du dein Lager hier aufschlägst. Ich muss ihre Aufgaben erledigen, um hier bleiben zu können. Fürs Erste wird es reichen, wenn du ihnen in Aussicht stellst, dich um ihre Belange zu kümmern. Wenn ihnen gefällt, was du zu ihnen sagst, kann ich dir eine Bleibe anbieten. Fair genug, oder? Wer sind deine wichtigsten Männer? Da gibt es den Späher Jonesy, der sich im Umland um die herumstreunenden Mutanten kümmert. Dann ist da Eckhart, der sich für die Verteidigung der Anlage hier verantwortlich zeichnet. Und natürlich Harley, unser Mechaniker. Den machst du vermutlich schon glücklich, wenn du ihm etwas Großes zum Reparieren bringst. Es sind gute Männer. Also zeig dich auch von deiner guten Seite, wenn es dir möglich ist. Wie steht's um eure Kampfkraft? Wir haben einen Haufen kampferprobter Experten für unsere Sache hier gewinnen können. Unter der richtigen Führung kann es eine schlagkräftige Kampftruppe werden, die man nicht unterschätzen sollte. Das wäre natürlich so das Nonplusultra, dass ich quasi meine eigene Fraktion in Anführungsstrichen hätte, meine eigene Truppe. Das war cool. Du würdest mir das Kommando über deine Kampftruppe übergeben? Einem Fremden? Dem Feind, der die freien Menschen an den Rande der Ausrottung gebracht hat? Ich sagte es bereits. Du bist nicht mehr die Bestie von Xakor. Dein Weg mag ungewiss sein, aber du wirst ihn gehen. Mit oder ohne unsere Unterstützung. Da bin ich doch lieber auf der Seite der Gewinner und pfeif auf Prinzipien. Woher willst du wissen, dass wir Erfolg haben werden? Das weiß ich nicht. Aber ich sehe dich und was dir widerfahren ist. Ein übermächtiger Feldherr wird zum Ausgestoßenen und wechselt die Seite. Eine bessere Chance kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber eine Sache noch. Häng es nicht an die große Glocke. Sie werden es schon früh genug erfahren. Mist, jetzt war ich schon auf Twitter. Was kannst du mir über die Truppenbewegung der Alps in der Region hier in den letzten Tagen berichten? Nun, auch bei den ganzen Kämpfen, die wir immer wieder gegen die Alps oder Mutanten zu führen haben, merkt man doch, dass es weniger wird. Es fühlt sich an, als wären wir im Auge des Sturms und das dicke Ende wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Wir müssen wachsam bleiben. Bis demnächst. Bis demnächst? Wer sagt das denn jetzt? Ja, dann gucken wir uns doch mal ein bisschen hier um, ne? Mal schauen, was es hier so gibt. Setzer, Bro. Erstmal klaue ich ihnen hier alles. Okay, so läuft's nicht. Nein. So? So? Aha, aha, aha. Okay. Zu einfach. System, ein Kriegsbogen, ja. Die wollen sich eben hier anschließen, also... Hat der gerade da hingerotzt? Saubär. Schauen wir mal, wen wir hier so alles haben. Moment mal, wo soll's denn hingehen? Lass mich raten, du bist hier der strategische Offizier. Ugh. Noch so einer von deiner Sorte hat mir gerade noch gefehlt. Du lässt hier besser die Waffe stecken und hältst deine langen Finger bei dir. Dann kriegen wir auch keinen Ärger miteinander, klar? Der Ort hier sieht wie ein Flüchtlingslager aus. Ja, für viele ist es der letzte Zufluchtsort vor den Konvertern der Alps. Für andere ist es eine Festung des Widerstands und der Freiheit. Für mich ist es eine Lebensaufgabe. Jeder, der Schutz sucht, wird ihn bei uns finden.
Doch du siehst nicht aus wie jemand, der Schutz braucht. Eher wie jemand, der auf Krawall aus ist, wenn du mich fragst. Mach hier besser keinen Ärger. Auf Streuner stehen wir hier nicht. Du kümmerst dich um die Befestigung des Lagers? Ganz genau. Und jeder, der hier etwas zerstört oder unrechtmäßig entwendet, wird sich vor mir verantworten müssen. Ah ja. Und wie läuft der Job? Du willst mich doch nicht etwa aushorchen, ob es hier etwas zu holen gibt, oder? Also entweder packst du ordentlich mit an, oder du kannst dich gleich wieder verziehen. Verstanden? Geht das auch ein bisschen freundlicher? Oh, habe ich jetzt deine Gefühle verletzt? Du tust, was ich dir sage, oder du fliegst raus, verstanden? Er hat's verdient. Für so einen kleinen Bademeister hast du eine ziemlich große Klappe. Ach ja? Meinst du? Dann wird dir dieser Bademeister mal den Ausgang zeigen. Oh oh. Dilettantisch. Was hast du davon? Eckhart. Was willst du denn noch? Hast du nicht schon genug Schaden angerichtet? Es reicht jetzt. Konzentrieren wir uns auf Wichtigeres, als uns gegenseitig aufzureiben. Wow. Wie ist jemand wie du hier gelandet? Ich war damals in der Garde von Abessa City. Bei einem der vielen schweren Angriffe der Alps damals sind wir von den Klerikern an die Front befohlen worden. Es war ein aussichtsloses Unterfangen und die Schweine da oben wussten das. Bin dabei fast draufgegangen. Nie wieder gehe ich dahin zurück, sag ich dir. Das hier ist jetzt mein Zuhause und jeden, der es bedroht, werde ich bis aufs Blut bekämpfen. Wie kann ich dich beim Sichern des Lagers unterstützen? Du willst uns wirklich helfen, ja? Dann besorg uns mehr Männer. Die Mutantenbrut da draußen würde uns nur zu gerne auf die Pelle rücken. Du redest von loyalen Waffengefährten. Genau. Wir brauchen gute Kämpfer, auf die man sich verlassen kann. Keine Dünnbrettbohrer, die beim ersten kleinen Mutantenangriff die Flucht ergreifen. Ich besorge gute Kämpfer. Ja? Du meinst, du kriegst das hin? Na schön. Dann geh und rekrutiere sie. Sie müssen dir aber schon als deine Waffengefährten bedingungslos in den Kampf folgen. Wenn du mir mindestens 3 brauchbare Kämpfer nennen kannst, die dir folgen, dann wären wir schon einen großen Schritt weiter. Und beeil dich besser damit, bevor die Mutanten wieder angreifen. Falk, ein sehr guter Kleriker-Scout, unterstützt mich. Interessant. Ich dachte immer, die Jungs aus dem Vulkanland kennen nur ihren Glauben. Schon sehr gut fürs Erste. Wen hast du noch anzubieten? Ray, ein ausgekochtes Schlitzohr der Outlaws, kämpft an meiner Seite. Ja, wir haben eigentlich schon genug Ganoven hier im Lager. Aber meinetwegen. Na gut, dann mach mal weiter. Wir können hier jeden guten Kämpfer gebrauchen. Bitte noch? Ihre Langzeitwirkung nicht. Also entsagt dem Mana. Wissen und Technik sind die Zukunft der Menschheit. Wozu sollten wir uns verseuchen, wenn wir mit unseren Händen Großes schaffen können? Das sagt euch Herbert aus dem Orbit. Ich vergesse immer wieder, mein Mikrofon zu unmuten in den Sequenzen. Wahrscheinlich mein Roboter noch, der da helfen kann. Interessante Kulisse. Oh, ein Klerliker. Ah, verdammt, was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe gerade keine Zeit, muss diesen Mist hier wieder in Gang bringen. Du bist Mechaniker? Hi, ich bin Harley, stellvertretender Werksmeister der 4. Kolonne des Horts von Ignadon.
Stets zu Diensten. Die Zeiten sind vorbei, Kumpel. Hier draußen sind wir alle freie Menschen. Wenn du also etwas repariert haben willst, wirst du dafür bezahlen. Bist du so gut? Das will ich meinen, Kollege. Ich bin hier völlig unterfordert. In unserer Kolonne gab es nichts, was wir damals nicht wieder in Gang gebracht hätten. Wie gesagt, wenn die Kohle stimmt, kriege ich alles wieder ganz. Komm mir aber bloß nicht mit einem defekten Toaster klar. Ich brauche endlich mal eine große Aufgabe. Harley. Ist das wirklich dein richtiger Name? Nein, den gaben mir meine Freunde früher mal, weil ich gerne an alten Maschinen herumwerkel. Ich heiße eigentlich... Naja, vergessen wir das. Wie viel Erfahrung hast du mit Flugmaschinen? Und von welchem Jetpack-Typ sprechen wir hier? Ich hatte da etwas Größeres im Sinn. Größer? Ha, das ist ja mal endlich was Interessantes. Du redest von den Gleitern der Alps, nicht wahr? Mhm. Okay, warte mal. Vor einigen Tagen ist eine ihrer Maschinen in Edan runtergekommen. Sofern sie dort noch keiner geborgen hat, müsste sie auch immer noch da sein. Dieses freundliche Biest da drüben. Dein Haustier? Ich habe keine Ahnung, wo dieses Vieh hergekommen ist. Auf einmal war es da. Weißt du, so etwas stört mich nicht. Solange es nicht meine Schrauben frisst. Könntest du den Gleiter bergen? Ha, das ist dein Ernst, nicht wahr? Ja, scheiße nochmal. Es ist dein Ernst. Okay, als der Wahnsinnige das Ding da oben in den Berg versenkt hat, konnte auch ich mich kaum mehr halten. Das ist die Gelegenheit, sagte ich mir. Also ging ich rüber zur alten Observierungsstation und schaute mir das Wrack des Gleiters genauer an. Leider war da bis auf ein bisschen Kleinkram nichts Brauchbares mehr zu finden. Ach ja? Und was ist mit dem Gleiter selbst? Tja, Kumpel, das Teil ist nicht mehr viel wert. Da ist so einiges zu Bruch gegangen beim Absturz. Wenn wenigstens noch das Triebwerk intakt wäre, könnte man es irgendwie hierher schaffen, aber so... Kannst du das Triebwerk nicht wieder reparieren? Um es wieder fit zu machen, bräuchte ich einen hochleistungsfähigen Hydraulikkonduktor. Aber so einen findest du nicht einfach so auf der Straße. Entweder du plünderst einen anderen Gleiter der Alps, naja, oder du schlachtest einen dieser Kampfkolosse der Baureihe 7300 aus. Die haben auch noch einen dieser überdimensionierten Konduktoren verbaut. Tja, schade, aber so sieht's nun mal aus. Schön, dass wir darüber geplaudert haben. Zumindest gibt es Optionen. Das heißt, es ist nicht unmöglich. Ja, guter Witz, nicht wahr? Du bist in Ordnung, Kollege. Kampfkoloss der Baureihe 7300? Mann, Mann, du lässt nicht locker, was? Okay, pass auf. Wir Mechaniker hatten damals vor einigen Jahren im Hort einige dieser Maschinen von unseren Bändern laufen lassen. Leider hatten sie eine schadhafte Steuereinheit. Irgendwo in den südlichen Gebirgszügen von Ignadon ist bestimmt noch eine von ihnen aktiv. Ich habe dort zuletzt eine von ihnen gesehen. Ziemlich unkontrollierbar und mordsgefährlich. Ich würde so einem Ding besser nicht zu nahe kommen, wenn ich du wäre. Aber genau das werden wir machen. Aber nicht in der nächsten Folge oder in dieser Folge. Ja, vielleicht in der nächsten Folge, wir wissen es nicht. Wir müssen uns erst noch genauer hier umgucken. Ich sag danke fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge von Alex. Bis dann, meine Freunde.
Thank you.